Ja, das ist etwas ungewohnt. Heute hier am Nordmeer, schön am Rausprügeln. Und wo ist der Lümmel? Ja, nicht da. Bei den Temperaturen gar keinen Bock hier mit voller Beleuchtung vor der Kamera zu hocken. Alter, ich hock mich jetzt hier einfach hin ans kühle Nordmeer und angel auf entspannt vom Land. Also zweite Stunde jetzt schon hier, beziehungsweise die zweite Runde. Die erste Stunde hatte ich vor ein paar Stunden auf dem Affenfelsen in Anführungszeichen. Ich zeige das auch gleich nochmal. Und da hatte ich schon den Kescher einigermaßen gefüllt. Also das, was man jetzt gerade hier sieht, das ist alles von vor zwei Stunden. Genau, und ziemlich genau eine Stunde da geangelt. Schön entspannt vom Land aus. Wenn wir hier nach Gewicht sortieren, bis hin zum Kabeljau, 22 Kilo große Köder sind auch reingegangen. Und das, wie gesagt, hier mit dieser einfachen Pilgrute vom Land aus. Also kann man natürlich immer machen. Gerade wenn man sich fragt, ja, wo geht denn was am Nordmeer? Wo könnte man denn hingehen? Einfach mal hier hinstellen und testen. Also, das ist jetzt hier die zweite Ecke. Da bin ich jetzt gleich gespannt und werde auch natürlich noch mal ein bisschen versuchen, gerne auch hier die Scholle rauszuziehen. Wenn ich da als ersten Fisch doch schon sowas Schönes hier direkt kriege, 3 Komma an Scholle, dann versuchen wir die doch gleich noch mal ein bisschen gezielter zu beangeln. Also, noch mal ein bisschen durchkurbeln hier. 1, 2 Umdrehungen gehen noch. Einfach hier mit Tempo 50 einmal kurz eine Umdrehung, dann wieder ein bisschen Pause machen oder vielleicht einfach so auf Tempo 5 oder sowas ganz locker durchleiern. Das funktioniert auch immer wieder. Jetzt gucken wir mal gerade rein hier in den Kescher. Was hat die Scholle denn hier getriggert? Was hätte sie denn gerne? Den Schaumgummifisch Nummer 5, das hat sie getriggert. Also das ist der Köder, den die Scholle gerade mag. Wir sehen aber auch hier in der letzten Stunde, oder jetzt sehe ich es gerade, die roten und hier die grünen haben auch sehr gut funktioniert. Die waren nämlich sonst alle, naja, ich sag mal so leicht verschlissen, die Köder. Aber die haben eben hier jetzt in letzter Zeit oder in der Stunde, wo ich den Kescher so halb voll gemacht habe, waren die mit am besten. Also die haben richtig schön für Einschläge gesorgt im roten und im grünen Bereich. Und die Nummer 5 ist der blaue. Das wäre natürlich nochmal eine Überlegung, vielleicht gleich nochmal hier ranzugehen mit der Bootsrute vielleicht sogar. Und dann hier von der Stelle aus mit einem blauen Köder auf Scholle zu gehen mit dem Flying Collar Rig. Wäre doch eine Option, oder? Gucken wir gerade mal eben rein. Ich habe hier noch die kleinere. Da ist sie. Dann haben wir hier die Bootsrute. Und dann gucken wir mal eben da. Flying Collar Rig. Siehste. Und dann nehmen wir hier einfach mal eine Rolle da drauf, eine passende Schnur dazu. Gehen wir mal nur so hier auf ungefähr 60 Kilo, das sollte doch reichen. Schockleader gehen wir hier auch auf die 60 Kilo, 2 Meter Mono. Dann nehmen wir hier ein leichtes Blei, also in Anführungszeichen, das ist, glaube ich, zurzeit das leichteste mit 150. Die Mundschnur wählen wir dann in nicht ganz so lang. Ich nehme mal jetzt nur 50 cm, weil wir ja relativ langsam eben am Land stehen. Wir haben jetzt nicht eine harte Drift oder sowas. Je schneller man da unterwegs ist, umso länger sollte diese Mundschnur sein. Dann nehmen wir mal hier so einen länglichen Haken. 6-0 finde ich gerade ein bisschen groß, also nehmen wir hier den 2-0er. Vielleicht muss ich mir nochmal einen 3-0er holen. Und dann gehen wir hier auf das Blaue auch. Also wir nehmen einfach mal diesen hier als Blau. So. Und dann, so wie gerade eben, mal so locker halb ausgeworfen. Und dann bin ich gespannt, ob das hier sogar mit dem Flying Collar Rig vielleicht die Schollen triggert. Bewegung in Grundnähe haben wir jetzt hier. Auch hier ist gerade einfach nur mal zum Testen, ob das so funktioniert. Vielleicht leiere ich auch das gleich einfach nochmal durch. Aber das eben durchaus eben auch eine Möglichkeit. Also erstmal mit den
pilken, ein bisschen testen, Farben vielleicht analysieren und danach im Nachhinein versuchen, ja, diese Qualifikation abzuschließen, beim Meeresangeln eine Scholle zu fangen mit dem Flying Collar Rig, also Scholle oder Steinbutt. Ich glaube, das ist gar nicht so easy, weil gerade auch dieses Rig, diese Angelmethode, ja auch tatsächlich nicht so beliebt ist. Es ist immer wieder ein bisschen schwierig, damit überhaupt ein bisschen was zu fangen. Ne? Ich gehe jetzt mal deutlich langsamer rein, gehen wir mal so auf eine 10 vielleicht nur. Trotz allem ist das hier natürlich auch die Goliath. Von daher ist die Übersetzung vielleicht auf einer normalen Rolle. Da haben wir schon Biss. Und wieder abgeflutscht. Na, ist es denn? Also wenn man hier vielleicht mit einer 10.000er, 8.000er Rolle steht, ja, ist es vielleicht eine 20 oder sowas. Ne? Schon ein bisschen schneller. Getriggert hat es offenbar schon. Zack, da kommt der nächste Biss. Na, und wenn das jetzt direkt auch wieder eine Scholle ist, dann weißt du aber, was ich hier gleich mache, Alter. Dann werde ich hier aber schön durch... Es ist ein Steinbutt. Auch nicht schlecht. Nehme ich natürlich auch gerne mit. Wobei ich für ein Steinbutt, glaube ich, dann doch eher noch einen etwas größeren Haken verwenden würde. Also da ist jetzt so ein 2-0er vielleicht ein bisschen klein. Da geht auch bestimmt noch ein bisschen mehr. Aber das ist doch schon mal... Zack, und der nächste. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Siehste, also auf dem Pilker testen und auf... Wow, okay. Und auf dem Flying Collar Rig dann nachmachen. Vielleicht gehe ich aber auch mit dem Flying Collar Rig mit einem etwas größeren Köder nochmal rein. Das ist ja jetzt hier der kleinste von diesen wackelnden Würmern. Vielleicht geht er dann doch noch ein bisschen mehr. Oder es ist tatsächlich genau andersrum, dass man hier das schön auf den kleinsten doch weiter probiert. Und die großen dann auch tatsächlich vielleicht auch mehr fürs Tiefsee- und Meeresangeln, für die ganz großen Brocken interessant sind. Irgendeine Daseinsberechtigung muss doch zack dieses Rig haben. Also irgendwie muss man da doch zu Potte kommen mit diesem Rig. Ich werfe nochmal ein bisschen weiter raus. Und auch damit irgendwo erfolgreich sein. Da muss es doch noch mehr Möglichkeiten geben. Bin für sowas natürlich ganz froh, dass ich eben noch hier so eine etwas günstigere Bootsroute habe. Und ja, das könnte man natürlich auch mit einer ganz normalen Stationärrolle machen. Ob das jetzt hier mit der Overlord ist oder mit der Wenger natürlich. Da geht das natürlich ganz gut. Das gesamte Angeln, wie gesagt, hier am Nordmeer im Hafenbereich oder einfach hier im Fjord. Einfach komplett schön hier mit den Stationärrollen machen. Super entspannt. Ohne viel Stress. Die Bahn ziehen wir jetzt hier noch einmal durch und dann wechsle ich aber auch nochmal wieder auf das Pilken, denn deswegen bin ich ja eigentlich hier. Ich bin noch auf der Suche nach Aalmutter zum Beispiel, denn das lohnt sich auch kohlemäßig immer. Gerade bei diesen kleinen Fischen. So, weg damit wieder. Und dann gehen wir hier zurück auf die Poseidon. Natürlich die plus 5, wie in den ganzen anderen Videos auch schon immer gesagt, plus 5. Die einzig wahre Pilkroute. Egal, was man sich holt. Also das Teil ist, glaube ich, ein Must-Have. Alles, was man später dann sich holt, da kann man natürlich noch ein bisschen variieren. Aber das Teil mit dem plus 5, absolut essentiell, um klarzukommen. Und ich bin immer noch seit Monaten, also fast seit Anbeginn, nee, anfangs habe ich viel mit der Wenger geangelt, aber gerade so hier für dieses ganze Kleinfischangeln habe ich gesagt, ach komm, da musst du ja noch nicht mal die Wenger für verwenden. Ich nehme hier einfach die Overlord und die Overlord reicht da auch komplett aus, ist immer noch ordentlich verschlissen, aber noch lange nicht am Limit. Und damit jetzt auch gerade eben hier den 22 Kilo Kabeljau rausgezogen. Also 22 Kilo Kabeljau einfach auf dieses Setup hier. Dann natürlich, als er ein bisschen ja, nachgelassen hat von der Action, dann natürlich hier auch mit geschlossener Bremse und dann gib ihm. Ja, natürlich bin ich hier schon mit den Beifängern auch unterwegs, ganz klar. Aber ich habe das ja auch schon in dem Video getestet. Das Video heißt unter 75%. Einfach mal gucken in der Liste oder ich verlinke das auch nochmal. Und da kann man natürlich auch nur mit Jig, also Meeresjig, einfache Köder drauf und dann gib ihm.
Apropos einfache Köder, ich teste jetzt nochmal andere Köder. Diese ganze Serie hier ist auch erstaunlich gut. Ich hatte gestern nochmal hier ein bisschen rumprobiert, habe dann hier oben angefangen bei 1 sozusagen, die etwas helleren. Heute fangen wir mal andersrum an. Nehmen wir mal den, beziehungsweise den, doch, dann nehmen wir hier noch den lilanen dazu. Und dann haben wir hier noch... So, den schwarzen haben wir, den lilanen, dann nehmen wir nochmal hier den dunkelgrünen. Dann haben wir hier die Varianten und irgendwas im blauen Bereich hätte ich allerdings auch gerne, denn das hat ja gerade schon gut funktioniert. Dann suchen wir uns mal eben irgendwas. Guck mal hier, Super Minnow, nehmen wir den einfach. Das erstbeste, was blau ist, das nehmen wir. Und hier wechseln wir mal eben noch auf Violett. Das heißt, hier kombinieren wir einfach Rot und Blau. Und dann gib ihm. So, jetzt bin ich ja sehr gespannt. Das habe ich so noch nicht probiert. Hier testen wir das Ganze. Also raus damit, absinken lassen. Und danach geht es nochmal an den Spot, den ich ja auch schon mehrfach gezeigt habe. Der Affenfelsen sozusagen. Man hockt auf der Klippe wie der Affe auf dem Felsen. Und dann lässt man da einfach immer wieder von der Klippe aus runter. Und jiggt dann da genauso wie jetzt hier auch durch. Wobei eben auf der anderen Seite, das ist eigentlich für mich immer der Spot Nummer 1 und das hier so eher die zweite Variante. Andererseits sind auch hier die Fische ein bisschen anders. Hier sind dann doch eher die Schollen oder wie gesagt mal die Aalmuddis unterwegs. Und auf diesem anderen Spot, ich meine, man sieht es ja hier im Kescher, relativ kunterbunt. Heute mehrere Köder dabei gewesen, aber eben auch die Makrelen. Selten mal einen Lump. Kabeljau wird immer mehr zurzeit. Also das ist so ganz typisch eben für diese andere Stelle da. Ja, und was jetzt hier natürlich losgeht, ist auch wieder das ganz klassische Testen. Das heißt, ein, zwei Würfe machen. Wenn man jetzt natürlich keine Beifänger hat, ist ja ganz klar, man testet das einfach mit jeder Farbe für sich. Das heißt, genauso wie beim Spinning, ob das an der Belaya ist oder ob man irgendwo auf Wels jiggt oder hier am Nordmeer, das ist ja alles ganz egal. Man testet so wie überall einfach Farben. Das heißt also einfache Jig-Montage, also diese Meeres-Jig-Montage. Dann nimmt man sich eine Farbe, wirft zweimal vielleicht rein und wenn dann beim zweiten Mal auch immer noch nichts dran gebissen hat, naja, dann muss man halt was ändern. Zack, nächste Farbe oder woanders hinwerfen und dann geht das wieder los. Und dann hat man irgendwann ratzfatz ein, zwei Farben, die funktionieren und dann zieht man damit auch richtig gut was raus hier. Aber das simple Testen, das Angeln kann einem eigentlich keiner abnehmen, denn es variiert halt auch immer, die Vorlieben der Fische variieren, je nach Wetter, nach Temperaturen, nach Uhrzeiten. Da muss man einfach selber ein bisschen rumprobieren. Es ist eben auch Angeln. Warum macht man das Ganze hier? Man will ja auch irgendwo ein bisschen selber hier ein bisschen was ausprobieren. Und dann auf einmal vielleicht sogar richtig geil erfolgreich sein mit einem Köder, der nicht vielleicht einfach nur in den Rekorden steht, sondern man fängt vielleicht eine Trophy oder etwas Besonderes auf einem selbst gefundenen Köder. Macht doch viel mehr Bock. So, viele von den kleinen Seeskorpionen, größenmäßig noch nicht so der Hammer. Ich glaube, hier teste ich jetzt später nochmal andere Köder, andere Farben auch. Und ansonsten geht es dann da hinten auch nochmal zu dem Holzanleger hin. Und da ganz hinten, wo quasi die Map fast zu Ende ist, da geht es dann auch nochmal hin. Jetzt aber nochmal kurz zu dem ersten Spot oder zu meinem Lieblingsspot. Immer wenn ich hier bin, renne ich da einfach hin, einfach zum Testen, um zu gucken, was hier geht, weil es so simpel ist. Es ist super simpel, man kann das nebenbei machen, während man sich so ein YouTube-Tutorial anguckt. Stellt man sich hier einfach hin, nimmt seine Pilkrute raus und dann wirft man einfach hier mit dem Setup so halbwegs raus. Ungefähr so auf 30 Meter plus, das sollte man schon rausballern. Unter 30 Meter wird es ein bisschen schwierig. Also 30 Meter plus und dann kann man das Ganze hier, machen wir den Bügel nochmal auf, richtig schön absinken lassen. Jetzt hier aufgrund der bunten Schnur sehen wir ja natürlich hier unten die 50, die wird halt immer höher. Gleich haben wir die 55 Meter Tiefe erreicht. Das geht runter bis auf 70, je nachdem wie weit man wirft, sogar bis auf 90 Meter Tiefe. Und dann kann man zwischendurch auch schon mal ein bisschen jiggen oder pilken. Da haben wir schon, das Pilken, weil hier einfach so eine steile Kante ist. Oder man sagt sich, okay, ich lasse das einfach nochmal weiter runterfallen. Wenn man einmal das Ganze hochgepilkt hat,
und es hat nichts gebissen. Das heißt also von den 70 Metern, dann pilgt man ungefähr so bis auf 30, 35 Meter vielleicht nur. Und dann macht man den Bügel einfach wieder auf, so wie ich jetzt hier gerade an der Stelle, und lässt das Ganze wieder absinken. Und selbst in dieser Absinkphase triggert das eben auch immer mal wieder. So, jetzt kommen wir hier schon bei 70 Meter. Grundberührung, jawohl. Bisschen zack und da haben wir schon den Biss. Siehst du, das mache ich eigentlich hier jedes Mal. Also rauswerfen, absinken lassen und unten dann ein bisschen zwei, dreimal jiggen. In der Regel kommt dann schon der Biss. Wenn dann nichts kommt, dann halt bis 30 Meter ungefähr hochkurbeln oder meist so 35, so bis jetzt. Zack, und dann geht der Bügel wieder auf und dann lasse ich es einfach wieder runter treiben, ohne dass ich jetzt hier wieder noch mehr Verschleiß habe, weil ich ja wieder neu auswerfen muss, sondern einfach nur an dieser Kante, diese Kante ausnutzen hier und damit dann eben versuchen, ein nach dem anderen rauszuziehen. So, jetzt ändern wir hier aber nochmal ein bisschen die Köder, denn die Dinger hier wollen wir nicht. Jetzt nehmen wir hier nochmal vielleicht sowas mit rein. Auch ein absoluter Klassiker, nehmen wir mal in Grün. Grün hat ja anscheinend vorhin ganz gut funktioniert. Dann nehmen wir hier nochmal irgendwas Größeres rein. Nehmen wir hier mal so einen Quicker rein, den haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Und dann nehmen wir hier, haben wir noch was Größeres, so ein Huge Minnow maybe. Oder wir nehmen einfach mal sowas hier, so ein Oktopus. Gucken wir mal auf Blau. Siehst du. Und dann wieder das gleiche. Zack, raus damit. Das ist jetzt sogar maximal ausgeworfen. Muss man gar nicht machen. 85 Meter weit raus. Ich straffe immer ganz gerne die Schnur so ein bisschen und dann nochmal absinken lassen. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Also, so sieht das aus. Schön kunterbunte, unterschiedliche Fische. Die erste Stunde hier, die ich hier schon getestet habe, war in Richtung 400 Silber. Also, das passte auch schon ganz gut. Komplett ohne Kaffeeaufträge. Wie gesagt, von den Gewichten her bis hin zu 20 Kilo. Also, man ist hier schon auch mal durchaus ein bisschen am Limit und muss auch ein bisschen drillen. Aber die große Masse, die kann man eben auch so ganz gut rausziehen hier. Ja, ich sag mal so, die bis 5 Kilo Fische, die kriegt man halt auch so ganz gut noch raus. Aber auch hier kann man eben schon ein bisschen üben und testen, wie es ist, wenn man eben mit Bremse zu rumhantiert. Gerade bei den großen Brocken muss man das sogar machen, damit man die dann auch ordentlich rauskriegt. Also, die beiden wichtigsten Spots fürs entspannte Angeln und fürs Farbentesten, Köder testen, was funktioniert. Das sind einfach hier die beiden Stellen am Land. Zack, ich habe schon wieder Biss. Und da geht noch wieder was rein. Ja, so viel dazu. Petri Lümmels zieht raus die Brocken. Wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Dann wahrscheinlich auch wieder mit Cam, weil es wahrscheinlich wieder ein bisschen kühler geworden ist. Also, Petri zusammen, bis zum nächsten Mal. Entweder hier auf YouTube oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.